Ja, und herzlich willkommen zurück bei Ein Leben und ein Tod. Wir sind wieder da. Wir wollen natürlich weiterleben und weiterkämpfen. Und ich habe mir überlegt, hier vielleicht so einen Ausgang zu bauen. Einfach nur, damit wir hier rüberkommen. Weil, ne, hier unten jetzt hier runterzukommen, ist ja nicht das Problem. So. Alles klar. Kann ich den mal da einmal auf die Mömme, ist mal tot. Oh, Kaffee. So. Loot. Eisenpfeile. Ja. Ja, ja, ist gut. Hm? Oh, der Dicke. Ja, komm mal her, hm? Ja, dachte ich mir, dass du umfällst. Eigentlich bin ich nur die Krankenschwester, aber die verschwindet gleich. Alkohol. Muss man hier aus dem Busch raus. Kommt mal mit. Hm. Was habe ich denn hier alles reingetan? Könnte ich mit Maisbrot machen. Cool. Wasser, Alkohol, Eier. Ja, klingt gut. Na komm jetzt. Ein paar Pfeile sparen mit dem Knüppel hier. Oh, Maisbaum, Blueberry-Samen. Ja, du bist auch noch dran, komm. Dicky. Ja, 4 Schläge. Sehr gut. Munition, Alter. Geht doch. Hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Nein, hier bin ich. Ja, jetzt sind wir erstmal zombiefrei. Das ist ein Rohr. Du hattest ein Rohr im Rucksack. Haha. So, jetzt muss ich jetzt mal hier die Rohrblöcke wegmachen. Da ist das Licht. Übrigens noch experimentelle Gurblöcke. Die sind noch nicht am Ende. Also die werden noch angepasst, haben sie gesagt. Und ich habe vergessen, die Zeit zu stellen. Uhuhu. Ja, da müssen wir hier noch ein bisschen... Ne? So. Okay, hier sind noch ein paar Gurblöcke. Wollen ja nicht, dass sie aufs Dach kommen. Achso, hier kommt er gar nicht rein. Das ist gut. Wir könnten rein theoretisch ja die Bude noch ein bisschen sichern. Ich meine, hier kommt die rein, klar, logisch. Aber wir könnten den Bären holen. Und hierher locken. Rein theoretisch könnte man das tun. Da hinten ist ein Lebensmittelladen, so wie es aussieht. Okay, wir gehen erstmal in das Haus nebenan. Das Lebensmittelladen, da kann er ein bisschen warten. Okay. Hier ist noch ein Zombie. Hallo? Ah, leck mich.
Ja. Lebensmittel. Hier kommen die natürlich auch rein, ist klar. Ach, wir machen einfach die Treppe weg und dann ist gut, ja. Könnt ihr gerne in den Keller gehen. Ist denn hier noch irgendwas? Wollen wir nicht reinfallen? Ah. So. Genau. Gut, wir gehen mal oben abgeben. Und dann gehen wir wieder looten. Jetzt, wo hier keine Zombies mehr sind, können wir alle mal Arsch lecken. Der Zombie, der Dings macht gerade alle kaputt. So, ich habe Blueberry-Seeds. Die kommen in die andere Kiste hier rein. Das Fleisch kann man wegwerfen. Wir könnten noch eine Kiste bauen für Bandagen und so weiter. Denn die sind immer gut. Da kommt rein. Einmal Alkohol, einmal das Blut. First Aid Kit nehmen wir mit. Die Pille lassen wir mal hier. Das lassen wir auch mal hier. Die Eier tun wir hier rein. Ein bisschen ordnen müssen wir. So. Pistolenmunition. Essen. Ja, ein bisschen was zu essen haben wir ja. Und zumindest mal so ein, zwei Tage überleben. Okay, das lassen wir auch hier. Das nehmen wir wieder mit. Und das lassen wir auch mal hier. Und das lassen wir hier auch hier. Lassen wir auch hier. So. Ein bisschen Platz. Alles klar, Leute. Auf geht's. Nee, machen wir so. Komm. Ja, eh schon Haus bin, ich bin schon wieder voll. So wie ich mich kenne. Ah, ja, nichts. Gut, gehen wir das Haus da. Ja, jetzt ist das mal so ruhig. Jetzt können wir hier mal ordentlich looten. Das, was wir die ganze Zeit nicht machen konnten. Seit 6 Tagen. Mal looten. Looten, looten, looten. Ja, Hallöchen für die Anwohner, ich bin jetzt im Haus. Okay, das kennen wir schon, das können wir sogar. Brauchen wir nicht. So. Nee, da könnten wir eigentlich dann auch mal herstellen, damit wir ein bisschen besser geschützt sind. Und, naja, mal gucken. Hier kann man ein bisschen Metall abbauen. Okay, gehen wir mal rein. Wie viel Damage macht die eigentlich? Macht Block Damage 0,8. Müssen wir mal reparieren. Die dann mehr macht. Ja. 5, 5, 2 und 2, 2, 7. Okay. Die hier macht weniger. Ah, die ist auch kaputt. Übrigens in der Nacht bin ich ein Level aufgestiegen. Ich bin jetzt Level 13 und bin gleich Level 14. Ja, gut. Mit der Stone Axe geht übrigens die Tür trotzdem ganz schnell kaputt. Also, ich nutze die immer für solche Türen. Die Pickaxe oder die, Axt, die sind mir zu wertvoll, weil die ja mit Swap, mit diesen, Metal Swipes ganz mal gemacht werden. Und, naja. Ja, hier ist, ein Gunsafe. Dann gehen wir mal rein und gucken. Das dauert jetzt ein bisschen, ich weiß. Aber wir müssen uns da jetzt einfach mal durchschlagen. Ich will wissen, ob da drinnen was für meine Shotgun ist, weil jetzt kann ich sie ja bauen. Und vielleicht ist da ja was drin, was ich für die Shotgun benötige.
Weiß man nie. Gucken wir mal. Vielleicht auch ein Rezept drin. So. Ja, irgendwie kriege ich Kohldampf. Ich könnte mal was essen. Länger. Der andere war besser. Der ganze hier unten. Muss ich vielleicht hier auf das Zahnschloss hauen? Das geht's auf, siehste. Wir haben eine Pump Shotgun Parts. Okay. Das haben wir schon. So, gucken wir mal. Ob ich habe hier gelb drin, ja. Okay, dann bringt das nichts, aber ich nehme es trotzdem mit, weil ich möchte ja irgendwann auch eine lange Shotgun haben. Da ist ein Bär unten. Ich bleib mal stehen, da geht's schneller. Ja, wenn man steht und duckt, das ist ein Unterschied. Lieber stehe ich. So, wir gehen mal hier oben drauf gucken. Da ist nichts, okay. Da ist aber der Topf. Da ist er. Der ist meistens auch oben auf dem Dings drauf. Das sieht man dann relativ schlecht. Da sollte man aufpassen, dass man den nicht vergisst. Entweder Scrap Metal oder wenn man noch keinen Topf hat, ist natürlich cool, dass man dann einen Topf hat. Na, was ist da drin? Oh, das ist gut. Brauche ich nicht. Und ein Buch. Aber keins zum Lernen. Schade. Ja. So, hier ist sowieso ein dünnes Dach. Das hätte mir eh nicht gefallen, wenn ich hierher gegangen wäre. Da gefällt mir das andere schon viel besser. Jetzt haben wir schon zwei Teile für die Shotgun. Oder drei Teile. Ich glaube, drei Teile. Das habe ich, glaube ich, schon. Aber egal. Wir nehmen es einfach mit. Wir können es ja zu Scrap Metal verarbeiten, wenn wir es nicht benötigen. So, da sind wir schon durch mit dem Haus. Wahnsinn. Hier, da kriegen wir noch ein Scrap Metal. Und da ist gleich das nächste Haus. Gehen wir gleich mal rein. Vor allem die Kommoden sind ganz cool. Da gibt es ja meistens Waffenteile, Rezepte, Bücher, alles mögliche. Aber hier ist keine Sau mehr, weil wir alles jetzt abgemetzelt haben. Mit nein. Oha! Ein Bär im Keller! Ich hab einen Bär getötet! Naja, gut. Ihr wisst ja, ein Leben und ein Tod. Ich bin tot. Nach Tag 6. Von einem Bär. Die Zombies haben mich nicht getötet, aber der Bär. Jetzt werde ich den Bär noch töten. Hoffe ich. Es geht mir auf den Sack. Ja, ist doch scheiße, Leute. Das ist doch scheiße. So, ich hätte einfach nicht da runterspringen dürfen. Man lernt aus Fehlern, glaube ich. Ach, die Fehler. Das ist meine Pistole, nicht so ein... Ja, ich räche mich jetzt an diesen Typ. Oh.
Gurken noch drauf. Mein Rucksack ist auch weg. Also, nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Moment. So, Shotgun, wo ist er? Das ist jetzt eh vorbei. Also, ne, das machen wir jetzt hier mal auf die ganz teure Art. Komm her. So. Mit mir nicht. Und wir sehen uns in einer neuen Folge. Wenn es wieder heißt, ein Leben und ein Tod bei Let's Survival mit einem wirklichen Leben. Weil danach ist Schluss. Ich habe mich nur gerecht. Halt. Ich komme da jetzt sowieso nicht mehr raus, oder? Wo sind die Zombies? Der Bär ist darunter gefallen und ich bin hinterhergesprungen. Wie blöd muss man eigentlich sein, um das zu tun? Wir haben die Stadt gerade leer bekommen. Guck mal, hier ist kein einziger Zombie. Kein einziger Zombie. Doch, da. Hallo. Hallo. So, vorbeigeschossen. Die Folge ist vorbei. Oh, hallo. Ja, ich sterbe eh gleich. So. Komm her! Komm, ich hab eh keine Ausdauer mehr. Komm her! Voll ins Gesicht geschossen. Ja, du auch. Komm her! Mal so eine schöne Stadt. Nach diesen 5 Tagen, 4 Tagen, habe ich endlich eine Stadt und dann... Dann töten die mich einfach! Ja, ja, ist ja gut. Ich bin sowieso vergiftet. Und ich sterbe! Und ich habe mich gerecht! mein emotionaler Ausbruch, tut mir leid. Aber wir haben es zumindest 6 Tage geschafft. In Alpha 12, ohne zu sterben. Und das nächste Mal wird es weniger. Ich muss da auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten. Das war jetzt echt nicht so schlau, da runter zu springen. Also das war, ja, naja, gut. Aber man kann es schaffen. Und ihr seht, es funktioniert. Aber man muss halt dann wirklich auf jede Kleinigkeit achten, ja. Naja. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mal und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, ein Leben und ein Tod bei Let's Survival mit einigen durchgeknallten Ideen. Oh, guck mal, da ist nicht mal was drin. Ah. Sobald ich das... Ach so, ich habe gemacht, wenn der Rucksack tot, also weg ist, dann ist auch alles andere weg. Also deswegen ist der Rucksack nicht mehr da gewesen. Das war nicht der Bär. Das war ich. Naja, tut mir leid, Bär. Naja, naja, naja. Dann. Guck mal, jetzt sind wieder Zombies da. Das ist eine große Stadt eigentlich, ne? Ja, geht schon. Für alleine looten. Oh, da ist sogar ein Workshop gewesen. Hm. Schade. Schade, schade, schade. Na dann. Tschüssi.